tue so, als ob wir uns nicht kennen. Ich verstehe. Wir parken nur zufällig nebeneinander. Willst du es wirklich machen? Ja. Jetzt ist die beste Zeit dafür. Ich habe Angst, das habe ich dir gesagt. Darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Das ist für mich kein Thema mehr. Also, was soll ich tun? Du fährst voraus und stellst dich auf die andere Straßenseite. Ich soll mir das anschauen? Wozu? Ich zieh das Ding durch und hau dann ab. Was dann passiert, fängst du dir ganz genau ein. Du bietest dich als Zeuge an. Du hast alles ganz genau gesehen und gibst eine exakte Beschreibung des Täters. So weiß ich ganz genau, woran ich bin. Jobs, das ist doch Wahnsinn. Weiß ich. Du fährst anschließend nach Hause und wartest, bis ich dich anrufe. Ich werde unterwegs schon ein Telefon finden. Du kannst ihm alles genau erzählen, wie es gelaufen ist. Lass es doch bleiben. Fahr jetzt bitte los. Ich komme in 3 Minuten etwa nach. Hast du eine Pistole? Blöde Frage. Du wirst doch keinen Menschen verletzen. Wenn du einen Menschen umbringst, ist das Mord. Fahr jetzt bitte los. Schwarze Lederjacke, weißer Helm, ISA 52. Ist jemand verletzt worden? Nein, nein, niemand, Gott sei Dank. Was hat der Mann denn erbeutet? Wir wissen es noch nicht genau, aber über 100.000. Ja, wir haben einen Augenzeugen. Kommen Sie mal. Hat sich die Nummer gemerkt, so gut er konnte, sagt er. Bitte kommen Sie doch mal, es geht um die Nummer des Motorrads. Danke. Hallo? Ja, habe ich mir gemerkt. MTJ 7621, glaube ich. Thank you.
Ein Bier bitte. Bitte. Und könnte ich bitte mal telefonieren? Hier ist das Telefon. Haben Sie keine Telefonzelle, wo ich ungestört telefonieren kann? Eine Telefonzelle gibt es 100 Meter in Richtung Dorf an der Bushaltestelle. 100 Meter Richtung Dorf an der Bushaltestelle. Ihr Bier? Ja, schenken Sie ruhig schon mal ein. Ich trink's dann später. Oder muss ich gleich bezahlen? Das ist nicht nötig. Habt ihr die Durchsage gehört im Radio? Wo? Der Banküberfall. Ich hab's gehört. Ich auch. Was ist denn da passiert? Ja. Ja, da hat einer bei einer Bankkasse gemacht, aber nicht mit dem Scheck, sondern mit seinem Revolver. Ja. Ja, und dann ist er mit dem Motorrad abgekommen. Ach, deshalb ist dir das Motorrad aufgefallen? Ja, deswegen. Aber die Beschreibung stimmt nicht. Der sollte Lederkleidung tragen. Ja, die hat er da längst abgelegt. Und wie viel hat er kassiert? 120.000. Haben Sie gesagt? Im Radio. So ein Gangster. Das ist ja wie ein Lotto. Oh, das ist eine Menge Geld. Bei dem hat sich die Angst wenigstens gelohnt. Ja. Angst? Und ob er die gehabt hat? Einen hellen Helm soll er getragen haben. Den hat er. Nicht, dass uns da jetzt eine Belohnung durch die Lappen geht. Er kommt wieder. Hat ein Bier bestellt. Wollt bloß einmal telefonieren. Und telefoniert er nicht von hier? War ihm zu laut hier. Wollt ungestört telefonieren. Das passt doch irgendwie zusammen, oder? Kann doch sein, dass es der Typ war. Ist doch möglich. Na, nun fantasier mal nicht. Der hat 120.000 Piepen bei sich. Wo steckst du denn jetzt? Rufst du von der Zelle aus an? Ah ja, kleines Dorf, kenn ich. Und, wie ist es gelaufen? Bei mir lief alles wie im Schnürchen. Und was war bei dir los? Ja, bei mir ist auch alles wie am Schnürchen gelaufen. Ich bin reingegangen, hab mich als Zeuge gemeldet, hab denen eine falsche Nummer gegeben, aber da läuft garantiert eine Fahndung. Ist doch völlig klar. Die tun auch nur ihren Job. Du, ruf bitte die Michaela an und sag ihr, dass es bei mir später wird. Du, pass auf, Arno, mein Kleingeld läuft durch. Sag am besten, dass ich erst morgen nach Hause komme, wenn der ganze Rummel vorbei ist. Okay? Jetzt lass mich doch einmal ausreden. Renn doch den Kasten ab. Nehmen wir einmal an, er ist es. Kann ja sein. Was dann? Dann müssen wir was tun. Und was willst du tun? Der Mann hat doch eine Waffe, oder? Na klar hat er eine Waffe. Was sollen wir dann tun? Wir rufen die Polizei an. Ach, Die Polizei. Bevor die da sind, ist er doch längst über alle Berge. Den können wir doch nicht zurückhalten. Jedenfalls steht da sein Bier. Während er in aller Ruhe sein Bier trinkt. Was dann? Gehe ich raus und check die Sache ab. Vielleicht fasse ich rein in die 120.000 Piepen. Und dann? Dann wünschen wir ihm gute Reise. Mein Bier? Ihr Bier. Wunderbar. Prost. Prost. Nein, hab dir einen Zug. Der erste Schluck schmeckt immer am besten. Aber jetzt brauche ich noch einen Schnaps. Schnaps? Haben Sie was zum Feiern? Na ja, so kann man es auch nehmen. Was denn? Kann man da mitfeiern? Na ja, warum eigentlich nicht? Hier wird eine Runde für alle. Ja, besten Dank. Was trinken wir denn? Ja. Setz dir ein Heer in die Haut. Ja, da, bitte schön. Ja. Stefan, trotz der Lehrer hier morgen. Aber du bist ein Freund. Ja.
Also, dann sagen wir Dankeschön. Kommt ganz unverhofft. Dankeschön. Prost. 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 Der wird Prost, gell? Prost. Prost. Prost, meine Herren. Wir sind wirklich eine nette Gesellschaft. So was brauchen wir ab und zu. Herr Wirt, nur eine Runde. Bravo, sehr gut. Was? Schwarze Lederkleidung, eine Plastiktüte mit Geld, Geldscheine. Ich darf da nicht wahrsagen. Bin schon dabei. Und was jetzt? Bitte, mein Herr Sohn, will er die Schmiede auch nicht übernehmen. Will er nicht mein Leben in einem langweiligen Kaff verbringen? Das möchte ich auch nicht. Auf dem Land lässt es sich sehr schön leben. Unseren Spaß haben wir immer. Und nicht nur im Kirchenchor. Allerdings auch im Kirchenchor. Er pflegt die Mädchenstimmen. Ist unser Mädchenchor nicht berühmt in der ganzen Gegend? Einmal sind wir in Bad Tölz aufgetreten, im Kurhotel. Ja, da war ich auch schon mal in Bad Tölz, aber nicht auf Kur, sondern zwecks den hübschen Mädchen. Die haben nicht nur hübsche Mädchen, die haben auch hübsche Pferde. Ja, ja, ja. Also, Prost auf die hübschen Pferde. Auf die Pferde. Prost. Auf die Pferde. Prost. Herr Prima. So was wollen wir. Haben Sie es eilig? Aber nicht. Walk up and down outside the wall. Some hang back, and some gather together in bands. Ja? Hallo, ich bin's, Michaela. Habe ich dich geweckt? Ja. Tut mir leid, aber es ist mittlerweile 3 Uhr und Jups ist immer noch nicht da. Ich hab dir doch gesagt, dass er vielleicht erst morgen kommt. Sollte ich dir ausrichten, das hab ich dir doch gesagt. Hab ich denn kein Telefon? Warum kann er mich nicht anrufen? Was verschweigst du mir? Nichts. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich mach mir doch auch Sorgen. Und ich sag dir, du lügst. Er hat sich noch nicht gemeldet? Nein, komm rein. Hat es getan? Was getan? Du weißt genau, was ich meine. Wir haben Schulden, Geldsorgen. Zu teuer gelebt, zu viel ausgegeben. Und immer wieder hat er gesagt, ich weiß, woher ich Geld kriege, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß. Er hat es zu mir gesagt und er hat es zu dir gesagt. Ich hol's mir von der Bank, die haben ja genug. Hat es getan? Ich hab doch heute Morgen die Meldung gehört. Ein Banküberfall, Motorradfahrer. Das ist er doch. Jetzt sag mir die Wahrheit. Du bist sein Bruder und dir hat er immer alles erzählt. Glaub mir, ich habe wirklich alles versucht, ihm das auszureden. Er hat nicht auf mich gehört. Wo ist er? In einem kleinen Dorf. Ist gar nicht weit von hier. Jedenfalls war er da gestern noch. Mehr weiß ich auch nicht. Also, wo ist er? Er ist jetzt schon seit über 24 Stunden weg. Ich weiß es doch auch nicht. Und wenn sie ihn verhaftet haben? Das hätten sie doch längst durchgegeben. Die suchen ihn ja immer noch. Aber wo ist er denn? Nein, immer noch nicht. Bis jetzt kein Lebenszeichen. Und es ist 10 Uhr. Ich verstehe es ja auch nicht. Man kann ihn ja nicht mal durch die Polizei suchen lassen. Die sucht ihn ja sowieso. Komm morgen früh zu mir, ja? Tschüss. Du weißt doch, wo das Dorf liegt. Ja und? Ja und, ja und. Hinfahren will ich und ihn suchen. Wir fangen da an, von wo er sich zuletzt gemeldet hat. We'll be right back.
muss die Zelle sein. Und dann? Hat ein Bier getrunken. Irgendwo hier in der Nähe. Wo war denn das? Vielleicht da oben. Fahr los. Wir hätten gerne was nicht zu trinken. Sind Sie der Wirt? Ja. Ich habe eine Frage. Haben Sie hier vorgestern wie spät was genommen? Halb elf. Um 11:30 vormittags einen Gast bedient, der hier ein Bier getrunken hat. Es war ein Motorradfahrer. Das ist eine komische Frage. Ich kann nicht sehen, ob die Leute zu Fuß kommen oder mit dem Motorrad. Ein junger Mann, etwa in meinem Alter. So sieht er aus. Tut mir leid. Ich kann mich nicht erinnern. Wissen Sie, das geht hier rein und raus. Junger Mann, Motorradfahrer. Damit sagen Sie mir zu wenig. Wieso fragen Sie überhaupt? Es handelt sich um meinen Bruder. Ich weiß, dass er hier war und wir hätten gerne gewusst, wo er geblieben ist. Ich meine, möglicherweise, es könnte ja sein, dass er mit Ihnen gesprochen hat. Mit mir hat niemand gesprochen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, nein. Du, Michaela? Nein, nein. Entschuldigen Sie, Störung. Macht ja nichts. Wiedersehen. Der Mann war sehr unfreundlich. Das ist doch nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, dass er uns loswerden wollte. Und was machen wir jetzt? Jetzt klappern wir das ganze Dorf ab. Haus für Haus. Fahr los. Bitte? Könnten Sie uns weiterhelfen? Wir suchen einen Motorradfahrer, der vor 2 Tagen hier war. Bei mir in der Werkstatt? Ja, oder irgendwo hier im Dorf. So sieht er aus. Nein, nie gesehen. Na, dann entschuldigen Sie. Es war ja nur eine Frage. Vielen Dank. Wollen Sie mit dem Helm? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich niemanden gesehen habe. Jetzt machen Sie, dass Sie weiterkommen. Ah, nur sein Helm. Ich habe ihn erkannt, das Futter. Spür's. Irgendwas ist passiert. Er war's. Wo ist die Mordkommission? Bitte, Tür links. Überleg's dir halt nochmal. Das ist doch verrückt, was du vorhast. Den eigenen Mann ans Messer liefern. Und ich werd verrückt, wenn ich nicht endlich erfahre, was mit ihm passiert ist. Und damit kommen Sie zu uns? Ich bin noch richtig hier. Hier ist doch die Mordkommission. Ja, eben. Hier ist die Mordkommission. Ja, und ich fürchte einfach, mein Mann ist ermordet worden. Das habe ich Ihnen doch auch alles schon erzählt. Moment mal. Sie haben mir erzählt von dem Dorf, von dem Ihr Mann aus telefoniert hat. Und von dem Gasthof. Da hat er ein Bier getrunken. Und von seinem Helm. Den haben Sie in einer Werkstatt gesehen. Es war sein Helm. Ich habe ihn noch erkannt am Innenfutter. Das habe ich selbst zugenäht. Das Verhalten von diesem Schmied. Der Mann war erschrocken. Ach, erschrocken, erschrocken. Der Mann war total durcheinander. Ich habe ihm das schlechte Gewissen direkt angesehen. Das ist falsch, was ich sage. Ja, und deswegen sind wir bei Ihnen. Ich bin fest davon überzeugt, mein Mann ist ermordet worden. Na gut. Gehen Sie mal in den Nebenraum und warten Sie dort, ja?
Und ich sage dir, der ist abgehauen mit den 120.000 Mark. Der macht sich irgendwo ein feines Leben, ohne seine Frau, so schön sie ist. Die hat er überhaupt nicht mit eingeplant. Sie findet einen Helm in einer Werkstatt. Und der Schmied will nicht, dass sie ihn sich ansieht. Er wirft sie raus. Na gut, gehen wir mal davon aus, er ist ermordet worden. Und dann findet man nach 2 Tagen einen Helm in irgendeiner Werkstatt. Die Frage ist doch immer dieselbe, wie intelligent sind Mörder? Wie intelligent sind wir? Suchen wir jetzt eine Leiche? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, Sie haben hier in Ihrer Werkstatt einen Motorradhelm gehabt. Können wir den mal sehen? Ja, was ist denn so interessant an diesem Helm? Die Herrschaften waren ja schon mal da. Ja, eben. Und Sie waren nicht sehr entgegenkommend. Wir wollen ja nur wissen, von wem Sie diesen Helm bekommen haben. Und es war ja wohl ein Gebrauchter, oder? Ja, ja. Ein Motorradfahrer hat ihn mir angeboten. Er wollte ihn los sein. Und nicht nur den Helm, sondern auch seine Lederbekleidung. Aber was soll ich mit einer Lederbekleidung? Er hat Ihnen auch seine Lederbekleidung angeboten? Ja. Wo ist der Motorradfahrer geblieben? Ja, der ist weitergefahren. Wie viel haben Sie denn dem Mann für den Helm gegeben? 50 Mark. 50? Sag mal, ist das nicht ein bisschen wenig? Ja, Helm kostet neu 400, glaube ich, ne? Ich hatte das Gefühl, er will ihn los sein. Ich habe nicht gefragt, warum. Also, ich sehe den Helm ja nirgendwo mehr. Haben Sie den vielleicht verkauft? Ja, nicht direkt verkauft, sondern ich habe ihn verschenkt. An meinen Sohn, der will sich demnächst ein Motorrad kaufen. Ach, ist der Sohn da, kann ich ihn mal sprechen? Ja, da muss ich mal sehen. Moment bitte. Da hat er 120.000 Mark in der Tasche und verkauft seinen Helm für lächerliche 50 Mark. Stimmt, das ist unlogisch. Tag. Ich höre gerade, dass dieser Helm für die Polizei interessant ist. Mein Vater konnte mir nur nicht sagen, warum. Hier bitte, sehen Sie? Was ist der? Der gehört meinem Mann. Was ist der? Der Motorradfahrer. War ein Bankräuber auf der Flucht. Ja, um Himmels Willen. Ja, wenn das so ist, Ihr Mann? Behalten Sie den Helm. Damit will ich natürlich nichts zu tun haben. Ja, davon hatten wir ja keine Ahnung. Nicht wahr? Da kriegt man nachträglich noch einen ganz schönen Schrecken. Darf ich mich hier mal ein bisschen umsehen? Ja, natürlich. Aber nur, wenn Sie erlauben, natürlich. Schließen Sie mal die Tür auf. Warum denn? Weil wir Streit schauen. Hol den Schlüssel. Sie das Motorrad gut. Von nebenan? Der Laden. Sie wollten sich ein Motorrad kaufen. Ja. Haben Sie es schon bestellt? Ja. Wann denn? Vorgestern? Wieso denn vorgestern? Ja, wieso denn nicht? Vorgestern haben Sie doch bereits die erste Anschaffung gemacht. Den Motorradhelm. Ach, Herr Kistner, ich habe noch Fragen an Sie, die den Bankräuber betreffen. Sehen Sie, das ist mein Geschäft schon schwierig genug. Glauben Sie mir das? Ach, Moment mal. Sie haben sich ein Motorrad bestellt. Jetzt würden Sie mich für wahnsinnig neugierig halten. Können Sie mir mal den Bestellungsschein zeigen? Ne? Wenn Ihnen das unangenehm ist, dann lassen wir das. Vergessen Sie es doch. Ist gar nicht so wichtig.
Herr Kissner, ich versuche dauernd, mich in die Lage des Motorradfahrers, des Bankräubers zu versetzen. Der war ja auf der Flucht, nicht wahr? Also er war auf der Flucht und auf der Flucht kam er hier vorbei. Und da sah er plötzlich die Schmiede und da kam ihm die Idee, in Sekundenschnelle ihn seinen Helm zu verkaufen. Also da komme ich nie mit. Könnte es nicht sein, dass Sie ihn ganz woanders kennengelernt haben? Ich will Ihnen mal sagen, wo Sie ihn kennengelernt haben könnten. Wir wissen doch, dass der Mann auf der Flucht, da in einem Gasthof hat er ein Bier getrunken, dann hat er telefoniert mit seinem Bruder, hat ihm gesagt, wo er ist. Und ach, sind Sie ihm vielleicht dort begegnet? Sie vielleicht auch. Und haben Sie vielleicht da mit ihm über den Helm gesprochen, den Sie so gern gehabt hätten? Könnte es so gewesen sein? Ja. So war es. Ich wusste nicht, dass ich es so genau erklären muss. Das ist nicht so wichtig. Es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, vergessen Sie es. Ja, wir wollten jetzt in den Gasthof. Wollen Sie beide gleich mitkommen? Ja, wieso? Sie haben noch eine Aussage gemacht, aber die muss bestätigt werden. Oder waren Sie ganz allein dort? Nein, nein. Ja, also, wir fahren dann schon voraus, nicht? Wollen Sie mir nicht doch die Bestellung für Ihr Motorrad zeigen? Sie haben doch eine Kopie. So, was ziehst du hier für eine Nummer ab? Ah, ich glaube nicht, dass mir das Spaß macht. Es tut mir sehr leid, aber es war doch wohl richtig, dass Sie zu uns gekommen sind. Kann ich den Helm haben? Für die Spurensicherung. Was machen wir jetzt? Jetzt den anrufen? Na, wen schon? Ich muss doch Bescheid sagen. Das ist kein Quatsch, überleg doch erst mal. Wollten Sie fragen? Ach, entschuldigen Sie, Sie telefonieren gerade. Es ist nicht wichtig. Ja, ich wollte Sie nur fragen, kann ich Sie mitnehmen? Wir warten. Oh, wir gehen die paar Schritte zu Fuß. Ja, ja. Besten Dank. Ja, aber telefonieren Sie erst mal in aller Ruhe. Na, vielleicht kann man ein bisschen dunkler drauf. Ja, doch. Die Fliese war. Die Fliese hier sehr schön. Entschuldigung. Ja, ja. Kostmann. Was? Die kommen hierher zu mir? Was hast du denn denen erzählt? Was? Ich verstehe nichts. Was sagst du? In der Werkstatt. Ja, wieso denn? Und jetzt muss ich erklären, woher ich den Helm habe. Ich habe gesagt, wir haben den Mann bei dir kennengelernt. Bei mir bist du verrückt. Ich habe doch schon gesagt, dass ich den Mann nie gesehen habe. Na, und du erinnerst dich eben. Und sag den anderen Bescheid. Wieso denn den anderen? Weil ich Zeugen dafür brauche, dass wir den Mann bei dir kennengelernt haben. Und dass er mir seinen Helm verkauft hat. Ja, bist du denn wahnsinnig geworden? Wieder stört mich jemanden am Telefonieren. Ich nehme an, Herr Kissner hat uns schon angemeldet. Ne? Ja, ich habe nur nicht ganz genau verstanden, um was es ging. Aber das werden Sie mir jetzt sagen. Na ja, hoffentlich stören wir Sie nicht. Sie haben eine Besprechung. Wir sprechen ein anderes Mal weiter. Sie sehen, ich habe jetzt keine Zeit. Soll ich Ihnen die anderen Muster zuschicken? Geht ja nur noch um die Fliesen. Der Unterschied ist ja da nicht mehr so groß. Ja, ja, ist gut. Fliesen? Ah, wollen Sie umbauen? Nur die Waschräume. Keine große Sache. Kann sich aber schon sehen lassen. Auf Wiedersehen, Herr Kostmann. Wiedersehen. Wiedersehen. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Ja? Wann haben Sie denn den Auftrag bekommen? Ich habe ihn ja noch gar nicht bekommen. Ach so. Wann würden Sie gebeten, ein Angebot zu machen? Gestern? Diese Dame und den Herrn kennen Sie ja schon. Ja, Sie waren doch heute schon mal da. Ich irre mich doch nicht. Nein, Sie irren sich nicht.
Na, ich denke, wir trinken jetzt erstmal etwas. Ich trinke ein Bier. Was trinken Sie auch Bier? Ja? Gut, also 4 Bier, bitte. 4 Bier. Sie fragten nach einem Motorradfahrer. Ich konnte mich nicht gleich erinnern. Aber jetzt muss ich mich berichtigen. Jetzt wissen Sie, vor 2 Tagen war hier viel los. Ich hatte unentwegt zu tun. Na ja, da kann man schon mal was vergessen. Ja. Aber jetzt erinnern Sie sich wieder. Ja, an einen Gast, einen jungen Mann, der mit seinem Helm in der Hand hereinkam. Motorradhelm, der dem Sohn vom Kistner sofort aufgefallen ist. Er hatte vor, sich ein Motorrad zu kaufen und wollte schon mal mit dem Helm anfangen. Und hier will sie ein Haus bauen, fängt mit dem Dach an. Er hat es mal ein Angebot gemacht, über 12.000 Mark. Wissen Sie eigentlich, um wen es sich bei diesem Motorradfahrer handelt? Ja, der Kistner hat mir es erzählt. Bankräuber. Ja, stellen Sie sich das vor. 120.000 Mark hatte der bei sich. In einer Plastiktüte, ne? Wie hat denn der gezahlt? Gezahlt? Komisch, da kann ich mich gar nicht erinnern, aber irgendwie bin ich schon zu meinem Geld gekommen. Ja, natürlich hat er gezahlt. Der hat ja alle eingeladen. Er hat eingeladen? Wen eingeladen? Es waren noch ein paar Leute da. Die hat er eingeladen? Das hat ihn niemand aufgefordert. Er hat es von sich aus getan. Er war guter Laune, als wenn er irgendwas feiern wollte. Was sollte er denn feiern? Das ist ihm gut. Da höre ich gerade, dass er 120.000 Mark abkassiert hat. Da hat er ein paar Runden laufen lassen. Ja, das muss ein verglückter Tag gewesen sein. Ich habe noch eine Frage, die den Helm betrifft. Also, der junge Kistner, der wollte noch unbedingt den Helm haben. Nicht? Ja, den auch bekommen. Und dann lässt er ihn so ganz achtlos in der Werkstatt seines Vaters liegen. Das kriege ich nicht zusammen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht gefiel ihm der Helm auf einmal nicht mehr. Man sucht ihm da immer nach einer komplizierten Erklärung, dabei ist das ganz einfach. Ja, natürlich, der hatte ganz einfach keinen Spaß mehr an diesem Helm, ne? Oder hat ihm nicht gepasst, ne? Wie viele Leute hat er eigentlich eingeladen? Könnte man die mal zusammenrufen? Ach, die haben doch alles zu tun. Aber ich auch. Ich verstehe das alles nicht. Kommen wir vorwärts? Ja, wir kommen vorwärts. Herr Wirth? Haben Sie Papier und Bleistift? Ja, kann ich Ihnen geben. Würden Sie mir den Namen aufschreiben der Leute, die mit an dem Tisch saßen? Welcher Tisch war das übrigens? Da am Stammtisch haben Sie gesessen. Mhm. Dann schreiben Sie mir noch mal die Namen und die Berufe auf, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Macht Ihnen doch keine Mühe. Nein. Alles klar? Also, wir wissen, was wir sagen, aber so wenig wie möglich. Wir haben einfach keine Erinnerung mehr. Ich hab's schon begriffen, weil wir betrunken waren. Das erklärt eine ganze Menge. Auch Widersprüche. In Ordnung. Gut, gehen wir rein. Mein Name ist Voss. Herr Voss, Sie sind Messner, nicht? Und Chorleiter. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, ganz meinerseits. Nö, warten Sie bis nachher. Haben Sie Angst vor unserer Unterhaltung? Nein, wieso? Gut, danke. Schwabe. Herr Schwabe, Sie, da steht gar kein Beruf. Ja, ich bin seit Jahren Rentner. Ach so, danke. Bitte. Dann müssen Sie ja Engländer sein, der Landwirt, ist das richtig? Ja, der bin ich. Und Ihre Wünsche, wenn Sie welche haben? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das war nur eine theoretische Frage. Ich meine, wenn Sie viel Geld hätten, wenn Sie zu viel Geld kommen würden, wie würden Sie es anlegen? Nein, ich möchte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Vergessen Sie es. Klemann. Herr Klemann, Lehrer an welcher Schule? Hier bei uns an der Grundschule. Hat man Sie vom Unterricht weggeholt? Nein, wir haben Ferien. Ja, die Kinder haben es gut, nicht? Haben Sie keinen Urlaub? Ja, schon, aber keine 8 Wochen. Sie haben einen schönen Beruf. Oh, ich bin zufrieden. Ja, meine Herren, ich habe eine Bitte an Sie. Würden Sie bitte einmal sich an den Tisch setzen, an dem Sie vor 2 Tagen gesessen haben? Ich glaube, dieser dort war es.
Und bitte nehmen Sie den Platz ein, den Sie vor 2 Tagen hatten. Waren Sie nicht auch dabei? Bin später dazu gekommen. Da saßen die anderen schon. Aber dann haben Sie sich auch hingesetzt. Ja, klar. Bitte. Und dann kam der Motorradfahrer herein. Bitte, Harry. Er ging. Wohin ging er? Na, hierher ging er. Ich stand hinter der Theke. Na, dann tun Sie es doch. Gehen Sie hinter die Theke. Wir spielen das Ganze mal durch. Bitte. Was bitte? Also der junge Mann kam herein. Was tat er? Na, er ging zu mir. Und? Was sagte er? Er sagte, kann ich ein Bier haben? Kann ich mal telefonieren? Kann ich ein Bier haben? Kann ich mal telefonieren? Ich stellte ihm das Telefon vor die Nase und ich sagte, bitte. Und dann? Er sagte, haben Sie keine Telefonzelle, wo ich ungestört sprechen kann? Haben Sie keine Telefonzelle, wo ich ungestört sprechen kann? Ich sagte ihm draußen 100 Meter weiter in Richtung Dorf ist eine Telefonzelle an der Bushaltestelle. Er sagte, ich gehe mal schnell telefonieren, ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal schnell telefonieren, ich bin gleich wieder da. Das Bier können Sie schon mal einschenken. Das Bier können Sie schon mal einschenken. Er telefonierte also mit ihm, nicht wahr? Er sagte Ihnen, wo er ist, er nannte Ihnen das Dorf und er erwähnte den Gasthof. Ja. Gut. Und so sind wir hierher gekommen, meine Herren. Dann kam er von der Telefonzelle zurück. Und bekam der ja dann wohl auch sein Bier, nicht wahr? Ja, er bekam sein Bier. Wollen Sie es denn haben? Aber nein, bitte entschuldigen Sie, das Ganze ist doch nur ein Spiel. Weiter. Was weiter? Ja, er hat sein Bier getrunken. Er war unheimlich guter Laune. Und wenn es für Sie wichtig ist, er wollte auch noch einen Schnaps. Den bekam er auch. Ja, den bekam er auch. Und nun habe ich eine Frage an Sie, meine Herren. Wann ist Ihnen denn der junge Mann zum ersten Mal aufgefallen, Herr Kleemann? Herr Voss? Ich glaube, das war ich. Wissen Sie, der junge Mann hatte einen fürchterlichen Durst. Und ich sagte, mei, hat der einen Zug. Ja, ja. Und dann gab ein Wort das andere. So war's. Kostmann fragte, haben Sie was zu feiern? Und ich sagte, kann man da mitfeiern? Dann gab er gleich eine Runde aus. Der saß bei Ihnen am Tisch. Wo saß er? Hier saß er. Ja, ja, und dann haben wir getrunken. Eine Runde und noch eine. Wir waren alle ziemlich vergnügt. Und wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass der da ein Bankräuber war? Mit 120.000 Mark in der Tasche? Glauben Sie wirklich, Sie können mich zum Narren halten? Sie haben gewusst, wer da reinkam. Sie haben es ja rausbekommen auf irgendeine Weise. Vielleicht haben Sie die Radiodurchsage gehört. Und hier endet die Flucht des Bankräubers. Von hier ab fehlt jede Spur von ihm. Naja, bis auf seinen Helm, der ist wieder aufgetaucht. Gut, das ist das eine Ereignis. Das zweite. Bei einigen von Ihnen hat sich die finanzielle Lage deutlich verbessert. Jeder junge Kistner hat sich ein neues Motorrad bestellt. Haben Sie den Kaufvertrag mitgebracht? Das Datum ist interessant für mich gestern, nicht wahr? Und auch für Sie war ja gestern ein ganz besonderer Tag. Sie entschlossen sich zum Umbau Ihrer Waschräume. Und ich nehme an, auch die anderen Herren, die haben ähnliche Überlegungen angestellt. Und wenn es nur ein neuer Anzug ist. Denn vorgestern war für Sie alle Zahltag. Da der Bankräuber
aber nicht wieder aufgetaucht ist und auch kein Lebenszeichen von sich gibt, seiner Frau nicht, seinem Bruder nicht. Wo ist er also? Lebt er vielleicht nicht mehr? Ist er tot? Sehe ich hier vielleicht seine Mörder? Nein, nein, hören Sie, das sehen Sie ganz falsch. Kossmann, das ist ja eine ganz unglaubliche Anschuldigung, die Sie da aussprechen. Wir hatten wirklich einen vergnügten Tag. Der Mann wollte einfach nicht mehr gehen. Gab immer neue Runden aus. Und er selber trank kräftig mit. Ja, wir waren alle mehr oder weniger betrunken. Und immer wieder sagte er, das ist meine Einladung. Absolut meine. Dann kam der Wirt mit der Rechnung. Oh, nicht schlecht. Aber nur keine Warme. Ich habe genug Geld bei mir. Wir sind am Motorrad draußen. Ich hol's mal schnell. Bin gleich wieder da. Keine Angst, Herr Wirt. Ich hole nur das liebe Geld. Raus am Motorrad ist es. Ja, das liebe Geld. Und dann trinke ich wieder eine Runde aus. Schnell ins Haus. Ja, hol's mal schnell. Ja, hat er gesagt. Wollen wir mal gucken, wo es herholt? Dann schauen wir ihm heute zu. Ja, genau. Also, auf geht's. Komm. Wir haben ihn überführt. Er ist da. Da hat er sich. Die 120.000. Ja, auf die Belohnung. Wohin geht's hin? Gehört auf! Er ist keine 100 Meter weit gekommen. Er hat sich das Genick gebrochen. Also da, mit der Tüte in der Hand. Mit 120.000 Mark. Ja, wir hatten die Radiodurchsagen ja auch gehört und wussten von Anfang an, wer er war. Ich muss Sie jetzt bitten, sich in meine, in unsere Situation zu versetzen. Können Sie das? Ich versuch's. Sehen Sie, es geht uns nicht besonders hier auf dem Land. Das Leben, das Schöne, das Interessante, das Leben, an dem man Spaß hat, das geht an uns vorbei. Man versucht immer mitzuhalten, so gut man kann, aber man kann eben nicht. Ich kann nicht.
Er kann nicht. Und unser Rentner schon gar nicht. Ich habe niemanden überredet. Das lag einfach so in der Luft. Es hat sich so ergeben. Die Maschine schaffen wir in meine Scheune. Und der Tote? Den tragen wir auch in die Scheune. In deine Scheune? Vorläufig. Können wir ja nicht hier liegen lassen. Wir werden ihn begraben. Die Frage ist nur, alle einverstanden sind. Ich meine, jeder muss ja sagen. Ein großes Risiko ist doch nicht dabei. Den sucht doch hier niemand. Den sucht doch hier niemand. Ja, weil für uns war das doch ein völlig Fremder. Wir kannten ihn nicht. Und außerdem war er tot. Und was haben Sie mit dem Toten gemacht? Wir haben das Motorrad weggebracht. Und den Toten auch. Wo ist mein Mann jetzt? Er liegt noch in der Scheune im Heu. Hören Sie, wir haben den Toten nicht schlecht behandelt. Umgebracht hat er sich ja schließlich selber. Ja, Sie trauern jetzt um Ihren Mann, aber für uns war das auch ein Bankräuber, ein Krimineller. Kommen Sie. Und weiter? Wir sind in den Gasthof zurückgegangen. Da liegt ja noch der Helm. Der muss weg. Der kann nicht reden. Dann kam der große Augenblick. Ein großer Augenblick war das nicht. Ich habe Ihnen ja unsere Situation erklärt. Der wir nicht gewachsen waren, das gebe ich ja zu. Aber kann man nicht doch ein bisschen Verständnis für uns aufbringen? Sie schütteln den Kopf. Wo wurde das Geld verteilt? Kossmann hat das Schild geschlossen rausgehängt und dann... Wir können das Geld doch zurückgeben. Komm. Harry, nimm die Personalien dieser Herren auf. Kommen Sie bitte. Ja,
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home.